Hallo und willkommen zur Rache des Sub-Dezember. Ich schaue mir an, was im Dezember 2020 bei mir eingezogen ist, also welche Bücher. Und dann gucken wir gemeinsam, ob ich die schon gelesen habe oder ob die noch auf dem Sub schlummern, auf dem Stapel ungelesener Bücher. Dann habe ich drei Möglichkeiten. Ich lese das Buch innerhalb von 4 Monaten. Oder ich sortiere es aus, weil es mich nicht mehr interessiert, weil ich es vielleicht angelesen habe und nicht gut finde. Oder wenn ich es nicht schaffe, in der Zeit es zu lesen und ich es trotzdem behalten möchte, weil ich der Meinung bin, ich werde es noch lesen und ich will es unbedingt lesen, dann muss ich, das ist selbst auferlegt, 5 Euro zahlen an eine gemeinnützige Organisation. Da seht ihr dann in den Quartalsupdates immer zusammengefasst 3 Monate, wie es denn so lief. Und die letzten Monate, Jahre, bis auf den Anfang der Rache, lief es eigentlich sehr, sehr gut. Es klappt wunderbar, damit mein Sub zu reduzieren. Würde ich nicht jetzt 2 Monate gehabt haben. Wenn ich dieses Video hier drehe, habe ich gerade Oktober abgedreht. September, Oktober war sehr neuzugängelastig, was nicht so sein sollte, aber gute Vorsätze fürs neue Jahr, ne? Ich schaue jetzt mal, bei der Rache grundsätzlich läuft es recht gut, kann ich schon mal spoilern für die Quartalsupdates. Ich lese die Sachen dann schon oder misste sie auch mal aus, wenn ich sie anlese und mir nicht gefallen. Labarababa, es muss noch ein bisschen runterladen. Ich lade die Videos immer direkt mir runter. Lesemonat Dezember 2020. Der Baum steht da schon. Ja, es ist auch Dezember, der steht da schon sehr, sehr lange. Es ist der Corona-Winter und wenn ich mir das, es ist Lockdown, wenn ich mir das Thumbnail anschaue, sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bücher. Ja, hoffe ich doch mal, dass die gelesen sind und ja, dann starte ich mal. Ich habe hier meinen Kopfhörer drin, um zu hören, was Vergangenheits-Claudia alles so geshoppt hat im Corona-Winter 2020. Ist es die Ausrede für alles? Es war Lockdown und Support Your Local und ich hatte Zeit. Das wäre eigentlich die Zeit gewesen, mal nichts zu kaufen und den Sub richtig runterzurocken. Naja, man vergisst ja immer, dass man auch während Corona arbeiten musste, also ich zumindest. So, los geht's. Es ist ja der Lesemonat Dezember, das heißt, es sind 10 Bücher, die ich vielleicht gelesen habe und die Neuzugänge. Es sind nicht 10 Neuzugänge. Ja, und jetzt kommen wir zu den Neuzugängen, die ich euch zeigen kann. Das ist eigentlich ein Neuzugang aus November, aber der kam dann erst im Dezember an. Also es hat sich so ein bisschen überschnitten, denn ich habe bei Tauschticket noch einmal zugeschlagen. Und zwar Lichter auf dem Meer von Mikkel Reiner. Ja, das erste Buch, der erste Neuzugang aus dem Dezember 2020. Das erste noch nicht gelesene Buch, Lichter auf dem Meer. Habe ich nicht gelesen. Ich finde das Cover immer noch wunderschön. Ich bin gerade schockiert, dass das echt schon 3 Jahre her ist. Hätte ich so nicht eingeordnet. Ich hätte gesagt, das ist vielleicht 1,5 Jahre alt. Ja, gut. Lichter auf dem Meer, erzähle ich euch gleich was dazu. Kommt auf den Rachestapel. Na, jetzt bin ich ja gespannt. Ich hoffe, das wird jetzt nicht dramatisch viel. Dann hatte ich noch so einen Anfall von, ich muss meine Buchhandlung unterstützen, als dann bekannt wurde, dass leider auch die Läden wieder schließen müssen, was ich sehr, sehr traurig finde, also nicht nur für Restaurants, sondern auch für den Einzelhandel. Ja. Und da dachte ich, ich bestelle noch was und lasse mir das zuschicken, denn bei meiner Buchhandlung kann man das auch machen, kann man sicherlich bei euren auch. Genial, lokal, sage ich auch immer wieder, ist auch eine super Sache, wenn ihr nicht beim großen A bestellen wollt, ich mache das nicht. Da habe ich noch 2 Bücher bestellt, eins, das habe ich im Laden immer mal gesehen. Und bin 2 oder 3 Mal dran vorbeigegangen und jetzt dachte ich mir, jetzt ist der richtige Moment, es zu kaufen. Das wird nämlich mein Adventskalender, Weihnachts-Adventskalender dieses Jahr. Nehme ich mir jetzt schon mal vor. Und zwar ist das Pinguin allein zu Hause von Anna Kirsch. Pinguin allein zu Hause habe ich tatsächlich in dem Jahr oder das Jahr danach als Adventskalender gelesen. Und es waren Kurzgeschichten und leider war das Cover so süß. Es hat aber nichts mit Pinguinen oder Eisbären oder Tierchen zu tun. Es waren so, ja, Krimi-Geschichte. Es waren sehr kurze, sehr bitterböse Geschichten, aber nicht so humorvoll bitterböse, sondern einfach fiese Menschen, die fiese Sachen gemacht haben. Mir hat das gar nicht gefallen, aber es ist gelesen und landet nicht auf dem Rache des Substapel, zum Glück. Aber es war auch wirklich relativ schnell gelesen. Ja, 24 kleine Mini-Krimis, wobei so Krimi-mäßig fand ich die halt nicht. Habe ich das richtige Video? Was erzähle ich denn von Hoffnung auf Weihnachtsmärkte? Macht aber keinen Sinn. Ende 2020 hatten wir doch nochmal Lockdown. Die Zeit verschwimmt. Ja, okay. Also, doch, ich glaube schon, das ist der richtige Lesemonat. Aber okay.
Weiter im Text bei den Neuzugängen. Nicht beirren lassen. Und was ich noch gekauft habe, ist ein Buch, was schon länger auf der Wunschliste stand. Und jetzt dachte ich mir, ach, ich hole es mir einfach so. Kann man sicherlich auch gebraucht bekommen. Aber ich finde die Ausgabe sehr, sehr schön von Philip K. Dick. Absoluter Klassiker. Klassiker des Sci-Fi, der Sci-Fi-Literatur, Blade Runner. Noch ein Buch auf der Rache. Blade Runner habe ich auch nicht gelesen. Ja. Das ist schon 3 Jahre her. Ja, offenbar. Doch, ich bin blond, das muss Ende 20 gewesen sein. Im Frühjahr 21 bin ich rot geworden, haarfarbtechnisch, glaube ich. Ja, doch, doch. Weil dieser Lockdown und da war der Akku leer. Meine 2 Akkus kommen echt in die Jahre. Es ist, ich muss ständig wechseln. Wenn ich längere Videos aufnehme, ist ein bisschen nervig. Aber gut, ich weiß gar nicht, wo ich war. Blade Runner habe ich nicht gelesen, kommt auf den Rachestapel. Und bei den letzten beiden Neuzugängen kann ich relativ schnell durchgehen. Und zwar einfach unvergesslich von Rowan Coleman. Dazu gibt es ein separates Video, denn das war mein Wichtelgeschenk von der lieben Ramona. Einfach unvergesslich habe ich auch noch nicht gelesen. Es sind jetzt schon 3 Bücher, ne? Boah, also ja. Das Gewinnspiel zu meinem Video ist schon abgelaufen und die Gewinnerin wurde informiert, die Adresse weitergegeben. Das heißt, sie bekommt bald ihr Paket direkt von der Büchergilde. Aber da war eben auch dieses schmucke Buch dabei, Karlmann von Joachim B. Schmidt. Ja. In dem Winter habe ich es nicht geschafft zu lesen, aber ich habe Karlmann erst kürzlich dieses Jahr gelesen. War für mich kein Highlight, weil ich nicht so mit dem Protagonisten klarkomme. Ich verstehe aber, wenn einem das zusagt, er ist schon speziell, es spielt auf Island, es ist ein Kriminalfall. Ich fand das Ende gut und cool und die Story an sich, aber es war für mich kein Highlight. Aber das ist immerhin gelesen. Okay, das war... Es waren gar nicht so viele Bücher, aber ich habe leider nicht sehr viele davon gelesen. Deswegen hole ich die jetzt mal. Und da sind die 3 noch nicht gelesenen Sub-Bücher. Also ja, zum Sub-Abbau ist das ein Top-Monat. Ja, ich habe jetzt bis Ende März, glaube ich, ich vergesse immer, Ende März, Ende April, Zeit, das seht ihr im Quartalsvideo, die zu lesen, mindestens mal anzulesen. Lichter auf dem Meer, ich erwarte mir da wirklich eine richtig tolle Geschichte. Es geht nämlich darum, dass Harold und Mary Graves verbindet eine große Liebe, doch der Tod ihres Sohnes hat sie den Glauben an das Schöne im Leben verlieren lassen. Nur ihr kleines, auf einem Felsen hoch über dem Meer gelegenes Holzhaus bereitet ihnen noch Freude, aber nun sollen sie es verlassen. In der Nacht vor dem gefürchteten Umzug ins Altersheim schlägt das Schicksal plötzlich noch einmal zu. Ein heftiges Unwetter fegt das Haus ins Meer und schickt das tief schlafende Ehepaar auf eine außergewöhnliche Reise. Eine Reise, die sie bis hoch in den Norden führt, wo die Toten sich in Polarlichter verwandeln und ein Zuhause nicht aus 4 Wänden besteht, sondern aus geliebten Menschen. Eine Reise, von der Harold und Mary plötzlich gar nicht mehr wollen, dass sie endet. Das klingt, also kann ich nur mal sagen, das Cover so, so schön ist. Ist auch super erhalten, das habe ich bei Tauschticket damals ergattert. Und hier ist noch dieses coole, selbstgebastelte Lesezeichen von derjenigen drin, die das abgegeben hat, das Buch. Ich erhoffe mir einfach, dass das ja ein richtig schöner ein Winterroman auch ist. Also nicht, weil es am Meer spielt, sondern es klingt halt so. Ein altes Ehepaar, die Gemeinschaft, das hat natürlich was Fantastisches, weil es unwahrscheinlich ist, dass ein Haus aufs Meer gespült wird und die dann damit reisen. Aber das ist ja nur die Ausgangslage und ich bin sehr gespannt. Ich erwarte Großes. Ich habe, glaube ich, auch viel Gutes davon gehört. Und ich kann den Namen der Autorin oder des Autors, Mikel Reiner, immer noch nicht aussprechen. Das ist nämlich aus dem Spanischen und übersetzt von Anja Rüdiger und im Penguin Verlag erschienen. Und die Autorin lebt im kanadischen Vancouver, schreibt aber scheinbar auf Spanisch. Und ja, ich bin gespannt. Dann haben wir ein Sci-Fi-Buch. Ich fände es eigentlich ganz gut, wenn das jetzt endlich mal auf der Rache ist, dann lese ich es halt auch. Ich habe seit 3 Jahren Bock, das Buch zu lesen und tue es einfach nicht. Ich habe mit Sci-Fi aber auch so meine Probleme. Entweder feiere ich das hart und finde es großartig, wie Ready Player One zum Beispiel, oder ich komme gar nicht mit klar, wie Snow Crash. Ja. Also, was beides mit virtueller Realität zu tun hat, das hier geht es um Androiden. Und es ist wirklich ein Sci-Fi-Klassiker. Es ist 68 erschienen und ja, Ridley Scotts Film. Ich habe den tatsächlich, den alten, glaube ich, mal irgendwann gesehen. Ich habe den neuen auch gesehen, fand ihn sehr gut. Ich habe auch viel wieder davon vergessen, was gut ist, damit ich das Buch lesen kann, ohne mich selbst zu spoilern. Und es wird definitiv ein Buch sein, was ich anlese und dann schauen muss, ob es mich reinzieht oder ob es ein Sci-Fi-Buch ist, was mich nicht packen kann, obwohl ich das Genre gerne für mich entdecken möchte, weil wenn ich da was Gutes finde,
dann bin ich on fire. Und ich liebe Sci-Fi-Filme, aber Bücher lese ich in der Richtung. Zu wenig oder ich weiß einfach nicht, welche genau so sind, dass sie mir gefallen, weil ja, nicht alles mir zusagt. Und dann haben wir noch Rowan Coleman. Von ihr habe ich ein anderes Buch gelesen. Ich sehe es hier, aber ich kann von hier aus nicht lesen, wie es heißt. Da geht es um eine Hospizschwester, die auch Briefe schreibt für die Patienten dort. Und hier geht es, glaube ich, thematisch um Alzheimer. Mein Kopf ist eine Wundertüte. Der Name deiner erstgeborenen Tochter, das Gesicht deines Mannes, dein Alter, deine Adresse. Was wäre, wenn du dich an all diese Dinge nicht mehr erinnern könntest? Was wäre, wenn es kein Gestern mehr gäbe, sondern nur noch den Zauber einzelner Augenblicke? Ja, eine Tragikkomödie über die Kraft wahrer Liebe. Tragikkomödie klingt so, dass ich nicht nur weinen muss bei dem Buch und hoffentlich auch lachen muss. Hier ist die Autorin. Ich mochte das andere Buch von ihr sehr, deswegen ist es auch immer noch hier. Es ist im Piper Verlag erschienen und übersetzt. Ach, hier war mal, ich glaube, das scheinbar auch bei Tauschticket oder beim sozialen Kaufhaus oder... Nee, ich glaube, das sage ich ja auch in dem Video. Ramona hat mir das geschenkt. Hier ist nämlich mal so ein Namensaufkleber drin gewesen, sehe ich jetzt erst. Aber ansonsten ist es nur einmal gelesen, würde ich sagen. Aus dem Englischen von Marieke Heimburger übersetzt. Und ich weiß, die Autorin kann toll schreiben und ich glaube, das könnte ein richtig herzzerreißendes Buch werden, was irgendwie auch so in den Winter passt, finde ich. Also ich finde, die sind alle drei für mein Empfinden wintertauglich, so Sci-Fi, wenn es dunkel ist, ist cool. Und hier was fürs Herz, was für die Tränendrüse, mal schauen. Ja, ihr werdet dann sehen, was ich daraus mache. Ich war die letzten Monate echt gut bei der Rache dabei, stand heute, wo ich dieses Video drehe, es ist wie gesagt Ende Oktober, ich drehe ein bisschen vor, weil der November und Dezember sehr voll gestopft mit Terminen ist. Auf jeden Fall habe ich im Moment kein Rachebuch, was ich lesen muss. Ich lese gerade Neuerscheinungen, ich lese in Leserunden, ich lese einfach Dinge, die ich vom Sub lesen möchte. Deswegen, drei Bücher sind viel in dem einen Monat, wenn jetzt nicht Januar, Februar, März 2021 auch so viele Neuzugänge bei mir eingezogen sind, dann ist das machbar. Ich bin da jetzt nicht vollkommen schockiert. Es ist natürlich sehr schade, dass ich fast jedes Buch, was im Dezember 2020 bei mir eingezogen ist, noch nicht gelesen habe. Aber sie sind auch nie ausgezogen. Diverse Ausmistaktionen haben sie überlebt. Ich bin gespannt. Das Orienti und ich. Wir werden jetzt Videos schneiden, dann lesen. Genau, und ich freue mich tatsächlich, dass es diese drei Bücher sind. Ich habe auf alle drei Bock. Hier bin ich super gespannt, ob ich einen Zugang dazu finde. Und schreibt mir gerne mal, ob ihr die Bücher kennt. Natürlich wie immer spoilerfrei. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut. Ich räume hier auf. Drei Videos und es sieht hier aus. Aber gut, ich trinke erstmal meinen jetzt mittlerweile sehr kalten Tee zu Ende. Bis zum nächsten Video. Tschüss!